zu. Hallo Leute, da bin ich mal wieder und ich habe ein neues Spiel für euch und einen neuen Mitspieler. Das ist Phil. Moin. Wir spielen Amnesia The Dark Descent für euch heute. Ich habe noch gar nicht in das Spiel reingeschaut, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Er hat schon eine kleine Ahnung. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich eher weniger erschrecken als ich. Ich bin nämlich hier so ein bisschen der Schreckhafte. So, ich lasse mich einfach mal überraschen. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Also wir sind anscheinend ein gewisser Daniel. Ich versuche mich jetzt mal wie ein Daniel zu fühlen. Ich weiß nicht, wie sich ein Daniel fühlt. Aber anscheinend liegt ein Daniel gerne auf dem Boden in einem komischen Gebäude. Wurde hinzugefügt. Ich soll... Mit M kannst du auf den Memento... Was? Memento schneller zugreifen. Genau, wenn du nicht weiterkommst. Was soll ich jetzt drücken? Ah. Was sind denn Mementos? Ich soll einer Flüssigkeit folgen, okay. Wo ist die? Die Schrosa. Alles klar. Also ich fühle mich hier drin ein leicht wenig besoffen. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Alles klar. Ich kann das ja gar nicht nehmen. Alles durch die Gegend werfen. What the fuck? Okay. Wo muss ich hin? Hä? Musste ich gar nicht hier rein? Ich glaube, ich nehme den mal lieber mit. Hallo, geh auf. Der geht gar nicht auf. Nach innen, okay. Wer hat denn bitte rosa Blut? Was zum... Warum liege ich denn jetzt schon wieder auf dem Boden? Das haut einen doch glatt um. Ich habe Bedarf nach einem Stuhlgang. Ich kann mich hier drin ernsthaft verstecken. Das ist ja geil. Sieht wohl so aus. Geil. Ach du, wenn du mit Dunkelheit bist, wird
dass sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtert. Zünde die Lichter in deiner Umgebung oder suche nach anderen Lichtquellen. Hä? Wie, mit was soll ich denn was anzünden hier? Ich hab doch nicht mal was zum Anzünden. Außerdem war es da drin doch gerade noch hell. Alter. Mit was kann ich denn was anzünden? Lichter anzünden? Soweit ich weiß, kannst du da Zunder finden und kannst dann die Fackeln anzünden. Das ist sehr gut. Also der ist dann halt über die ganze Map verteilt quasi. Was? Warum wird hier jetzt denn Nacht? Für unangenehme Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Ja, ich weiß. Wie soll ich dieses Rätsel lösen, wenn hier Nacht ist? Wir sehen ja immerhin noch was. Ja, ja. Ich weiß, dass in diesem Wasser, glaube ich, irgendwelche Viecher sind. Kann das sein? Getan. Was kann ich mit Tabulator machen? Das Inventar öffnen, ne? Okay, kannst du in der Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zünderbüchsen ist im Bestand angezeigt, okay. Das sind dann wohl die zwei, ne? Ja, bis jetzt. Und die kann ich ja wahrscheinlich dann irgendwie in die Hand nehmen, oder? Soweit ich weiß, ist jetzt schon lange her, dass ich es gespielt habe. Kannst du eine Laterne finden? Und die Laterne kannst du dann später anzünden mit den Zünderbuchsen. Okay. Hä? Bin ich jetzt unter Wasser oder wie? Sieht schon irgendwie ein bisschen wabbelig aus. Kann der scheiß Wirbelsturm hier mal aufhören? Was zum Teufel ist das? So, noch eine. Und da ist unsere Laterne, okay. Ah ja, genau. Du hast die Laterne aufgehoben, ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. Ja gut, brauchen wir jetzt aber nicht. Außerdem hat die bestimmt kein Öl. Doch, tatsächlich hat sie. Ich kann dir aber jetzt schon mal den Tipp geben, Spaß haben damit umzugehen. Das dachte ich mir schon fast. Das heißt, ich entzünde die lieber mal nicht. Und das ist ja echt geil. Man muss echt zurücklaufen, um die Türe aufzumachen. Ja. Oh. Ich glaube, ich mache hier mal ein bisschen Unordnung. Ich hab Spaß an Unordnung. Oh. Oh. Was? Hör doch auf! Ja, als ob ich hier alles anzünden kann. Kann ich mir von diesem Feuer hier was mitnehmen? Nö, aber Hauptsache ich kann es aufmachen, okay. Schon wieder ein Hexenwesen. Will der mich als Hexe darstellen? Alles klar, ich kann nicht weggucken davon. August der 19. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Was für ein letzter Versuch bin ich denn?
You are my final effort. Nein, ich bin kein letzter Versuch. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. Okay, no. His body is old and weak, and yours young and strong. It will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. Das muss ich schon vor Schatten weglaufen, oder was? Everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Jetzt muss ich als Daniel einen Alexander töten. Okay. Ist doch bestimmt noch irgendwas, was ich brauchen kann. Kick. Nö, okay. Der war definitiv Alkoholiker. Alkoholiker. Geht ja gar nicht kaputt. So. Geht die jetzt, wo muss ich jetzt weiterlaufen? Jetzt habe ich keinen Überblick mehr. Okay. Da war doch gerade ein Hebel, oder? Kann das sein? Echt? Ja. Ah, tatsächlich. Hä? Ist jetzt irgendwas passiert? Ah, tatsächlich? Mhm. Aha, okay. Eingangshalle. Und ist es schlimm bisher? Geht so, diese komischen Schatten irritieren mich immer. Oder das dann, wenn das so macht wie jetzt gerade. Um zu laufen, halte Shift links beim Bewegen gedrückt. Ja, okay. Oder wir schwetten auch nur begrenzt von. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Is it connected to the... Ich will aber gar nicht runter, ich will erstmal gucken, was da hinten ist. The inner sanctum, my most precious chamber, Daniel. Was? And it lies well beyond the refinery. Lasst mal schön die Türen zu, hier bin ich. It lies beneath the very stone of Brennenburg. Ich brauch mir noch ein paar Sachen. Was ist jetzt los? Das wird mal hell, mal dunkel und euch hässlichen Dinger brauche ich hier mal gar nicht hier zermatschen. Nee. Hier ist glaube ich irgendwas, was da nicht hingehört. Sollte ich hier durch? Ich glaube nicht. Alter, das hat mich gerade von alleine umgedreht. Echt? Aha. Tschüss. Ja, ich halte mich jetzt am Anfang auch mal ein bisschen zurück, weil ich kenne den ganzen Anfang ja schon. Das soll mal sein Leben chillen, ey. Oh mein Gott. Es lässt sich nicht bewegen. Kirchen waren wir schon. Okay, dann gehen wir doch wohl mal hier hin. Und diesen komischen roten Blutspuren da. Was ist das? Was will es von mir? Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Ach ja, witzig. Und wie soll ich denn hier reinkommen? Wenn sie biegsam ist, dann muss ich sie doch ziehen können. Warum heißt das überhaupt ziehen? Hallo? Ach nö. Okay, dann will es bestimmt, dass ich hier runtergehe. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir hergekommen sind, ne?
Tja. Scheiße. Labor, okay. Türkischer Honig. Es wird immer dunkler auf jeden Fall. Mhm. Und die Kamera dreht sich schon wieder von alleine irgendwo hin, wo ich nicht eh nicht durchkomme. Alter, das soll mal aufhören so zu wappeln. Das macht mir ein bisschen Angst. Schau mal, vielleicht wie dein psychischer Zustand ist. Wo sehe ich denn das? Ich glaube auf Tab war es, oder? Auf Tab? Nö. Ach hier. Ja. Leichte Kopfschmerzen. Alles ist gut. Okay, ich habe leichte Kopfschmerzen. Und wie kriege ich die weg? Indem ich Rätsel löse. Aber wie soll ich denn das hier lösen? Alter, hör doch auf! Das macht mich ein bisschen kirre. Ich hätte immer noch leichte Kopfschmerzen von mir aus. Seit wann kriegt man denn von Dunkelheit Kopfschmerzen? Aber ich wette, ich muss hier runter. Das Bild macht mir halt schon ein bisschen Angst. Hast du gerade gesehen? Was? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? There should be more Kubrat. Was ist denn Kubrat? Was habe ich gesehen? Das ist ja. Ich nehme erstmal das hier mit. Ich glaube, da kommen Erinnerungen hoch, kann das sein? Mhm, ich glaube auch. Das ist mein erster Versuch, künstliches Lebensessenz zu gewinnen. Alles klar. Wenn ich stark genug überfülle mit Zügen. Zinkerz und Orpimenten müssen hinzugefügt werden. Gut, diesmal werde ich Königswasser anstelle von Seitenwasser von Hafe, das seine gleichmäßige Lösung ergibt. Das soll ich praktisch, gibt nichts zu finden, außer vielleicht ein Reinigungsmittel, alles klar. Das Reinigungsmittel kann ich doch bestimmt verwenden und das ist, ja genau. Da kann ich doch bestimmt dieses rote Netz mit wegmachen, oder? Man kann es probieren, ja. 100 pro. Genau, weg da, ich will das aufmachen. So. Was? Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir, okay? Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie, sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Hä, ich will das aber mitnehmen. Warum kann... Nein! Ich kann das ja gar nicht mitnehmen. Was soll das denn überhaupt darstellen? Ja, da ist irgendeine, ich wette mal, irgendeine Erinnerung drin, die der an irgendwen hat. Aber ich will die eigentlich ja mitnehmen, aber das leuchtet ja. Ist das vielleicht ein Herz oder ein Gehirn? Was soll ich denn jetzt damit machen? Stehen lassen? Stehen lassen oder soll ich da, dass da hier, das... Wo ist das denn? Das da reinmischen. Mhm. Kannst auch mal wieder dein Öl nachfüllen. So. So, okay. Kann ich das da irgendwie reinmischen? Ich glaube, ich kann das eh nicht rausnehmen, oder? Soweit ich weiß nicht, nee. Nee. Okay, das heißt... Hä, doch? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Mach nochmal. Warte mal. Okay. Ah, mit Doppelklick. Ah, und dann kann man das verwenden. Okay, alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Da ist ja auch noch mal was drin. Hm. Was ist das? Ich kann das nicht zu. Okay. Ja. Der ist ja ganz mies versteckt. Da geht's runter, glaube ich, oder? Ah. Ja, oder ist Wasser drin? Ich glaube, in das Wasser sollte ich nicht reingehen. Und ich glaube, dieses Wasser macht dem irgendwie Angst. Ja. Was sagt der?
Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ich sehe keine Hände, da zittert auch nichts. Ich habe immer nur eine Hand. Alter, vor allen Dingen die Zettel. Ah, da geht der weiter nach unten. Ich bin dann Schornstein zum Ablüften mit dem Film. Oh. Ah, das heißt, ich kann hier später irgendwelche Sachen mischen. Alter Schwede, als ob ich damit klarkommen würde. Ist hier noch mehr? Ja, die müssen wir natürlich erst finden, die Sachen. Ja, genau. Hier war ich schon, okay. Dann gehen wir mal lieber wieder hier hoch. Besser? Nö. Dann gehen wir mal hier runter. Die Tür ist verschlossen, lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Schlüssel finden, wa? Sieht wohl so aus, ja. Oh Gott. Als ob ich jetzt hier noch einen Schlüssel finde. Hier kommen wir ja eh nicht durch. Hier waren wir. Hä, warte, wir waren unten, gell? Da war der Weinkeller, ja. Ja, wir waren unten, okay. Und das Labor. Hier sind wir hergekommen. Sind wir hierher gekommen? Durch die große Türe? Nee. Ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. Von da hinten rechts gekommen, glaube ich. Hier? Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Ah, da geht's zum Altarchiv. Da sind wir hergekommen, okay. Okay, okay, okay. Fehlt uns dieses große Tor hier noch. Bleh. Geht mal weg. Da lag doch irgendwas Leuchtendes. Spinnenweben. Ah, weg da. So Leute, aber ich würde sagen, bevor wir schauen, was in diesem großen Tor steckt, sage ich für diese Folge mal tschüss. In der nächsten Folge wird er sich mal ein bisschen weiter erkundigen, weil sonst hängen wir hier, glaube ich, noch ewig drinne fest. Und ich erschrecke mich auch irgendwann zu Tode. Es war schon spannend für den ersten Teil, wie ich finde, aber ich glaube, da kommt noch einiges mehr. Ich weiß es nicht, aber für so ein Horrorspiel wäre das, glaube ich, doch noch ein bisschen wenig gewesen, was bis jetzt kam. Und damit sage ich dann schon mal bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüttelü.